So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, Gruppen-Let's Play auf dem Vox Libre Abenteuer Mittelalter Stadt Server, Dingsgedöns. Ja, heute auch wieder mit Sören. Da sieht man deinen Namen. Hallöchen. Und ja, du kommst jetzt erstmal kurz mit. Wir haben nämlich schon in den letzten 4 Folgen angefangen, uns bei einer Stadt niederzulassen, wo du Ja. ja noch gar nicht so mit dabei warst. Und haben uns da angefangen, ein bisschen häuslich niederzulassen. Weißt du, oh, da bekomme ich ja aber Angst. Naja gut, mein Haus sieht eher aus wie eine Ruine aktuell, aber gut. Ruine? Ah, kein Diamanthaus. So, hat dieser Doink. Parcours hier. Doink. Vielleicht Ho, kann hoffentlich finde der ich den Schiff Weg. Parkour schwerer gemacht werden. Nee. Ach nee, das muss authentisch bleiben. Na? Bitte. Oh, ist die Brücke hier neu? Ist mir gar nicht aufgefallen. Lol. Ja, die ist seit, weiß nicht, ein paar Tagen da. Ah. Geht's, ich glaube, wir müssen hier querfeld einwandern. Dann gibt's hier keinen Abzweig. Nee. Oh, Bienen. Brr. So. Ich versuche gerade so ein bisschen auf den Wegen zu bleiben, aber ich glaube, ich habe mich auf den Wegen ein bisschen verlaufen. Ich Verdammt. Ah, hier geht auch ein Weg lang. Okay. Wie geht's da raus? Ich Naja, glaube, hier geht's nur zu tun. ihr müsst einmal zu dem Ah! Dorf am See da und Ja, ich dann hab. geht der Weg weiter. Ja, genau. Ich habe mich gerade nur im Ah, Dorf was ordentlich müssen wir verlaufen. machen? Genau. Gehen dann entlang und dann, Gott, oh Gott, einmal durchs Dorf und dann wieder rechts und dann wieder links und dann nochmal links. Funktioniert dein Navi nicht? Ist so von TomTom. Moin, die Herren. Hallöchen. Hab ich euch verpasst? So, wo seid ihr? Ich sehe auch mehr, gar nicht mehr. Ach, da oben. Da oben. Oh mein Da Gott! oben. Sakura kann ja Dieser fliegen! Lila in der Luft. Hier ist das wirklich ein. Rasenlatscher! Habe ich genau gesehen! Rasenlatscher. Wow. Hui! Na, falscher Weg eigentlich, Ja. aber wir müssen einmal jetzt hier lang. Ah, da! Und dann hier und dann nochmal links. Digga, wir müssten hier so eine Rallye-Strecke bauen, einfach so eine Rennstrecke. Let's go! Machen die voll Aber Fun! dann bitte gleich eine Mario Kart Regenbogenstrecke, ja? Es muss sich ja lohnen. Ah, genau, ja, genau. Habe ich auch schon gestern, also ja, also in den vorigen Folgen hier schon ein Weg ausgebaut. Und ja, jetzt sind wir gerade dabei, so ein bisschen Häuser zu bauen. Aha. Ja. Und das Gelbe hier, das wird ein Park. Das wird ein Park. So Und ich hoffe, dass Okay. Sakari, sage ich schon. Sakura und Felren niemals meine letzte Folge sehen. Oder was, die vorletzte? Ich glaube, die vorletzte. Also 6 oder 7. Und damit sehen, was ich gemacht habe. So, jetzt hast du es verraten, ne? Ja, ich habe nicht gesagt, was ich gemacht habe. Aber ich freue mich schon, Aber wenn's. Angst. Ja, aber ich freue mich schon, wenn sie es Oh, es war rausbekommen. nicht offensichtlich. Gut, dass ich Sind ja zwei keine Fallen. Versuchskaninchen habe. Gut, dass ich zwei Versuchskaninchen habe, die sich das freiwillig angucken. Da muss ich das nicht machen. So, Ja, genau. das Fass hier hat immer noch einen Dachschaden, weil es hat Ja. kein Dach. Ja, eben. Dachschaden ausgeschlossen. Muss ich nur gucken, wie ich das am dümmsten mache hier mit der Decke.
So, sag mal, was ist so die Aufgabe? Wir bauen immer, also wir bauen hier die Stadt sozusagen. Ganz grob erklärt. Immer so also zusammen das, oder einzeln? Das kann man zusammenbauen, das kann man einzeln bauen, die Häuser, das ist eigentlich egal. Aha. Genau, also ich meine gerade so ein bisschen frei Schnauze, wo ich gerade denke, dass es gut ist, also ja, genau. Na, wir hatten jetzt erstmal eigentlich grob so den Plan, die Häuser bauen und ja, dann erst um die Einrichtung so kümmern. Also keines der Häuser hat irgendwie eine Einrichtung. Felron hat eine Kiste hingestellt mit Baumaterialien hier bei der Kirche. Genau, dass du grob eine Richtung hast, was wir so benutzen wollen. Und dann halt ja, wenn wir fertig sind, um die Einrichtung kümmern. Nach Verwendungszweck quasi. So. Spawn-Oil. Ja, was ich jetzt da noch machen wollte. Ich schau mal, ob das schön aussieht mit der Kombination mit Dschungelholz. Okay, ich habe gerade so hart Lust, einen Zakobus zu bauen. Warum gibt es hier dunkle Hörner und dunkle Flügel? Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Digga, ich will jetzt einen Zakobus haben. Verflucht doch mal! Ich sag lieber nichts. Dann hätte ich mich unter meinen sonstigen Spielernamen anmelden müssen, aber das könnte jetzt komisch rüberkommen. Ah, schön. Kann ich weiter? Passt das oder eher nicht? Was genau? Mit dem Dunklen finde ich passt doch. Also die normalen Blöcke. Ja, das gibt nur mal einen schönen Effekt, finde ich. Ja. Und die Treppen sind zu hell, oder? Hm. Ja, gerade die Treppen, die Dunkelholz. Achso, warte, ich hab die falsche, glaube ich. Ja, vor allen Dingen, sie sieht halt wirklich aus wie so das gute alte Patchwork. Was halt einfach irgendwelche Bretter drüber nagelst. Hat schon was. Das sind jetzt die Treppen. Ja, ich finde beides gut. No. Ich finde beides gut. Vor allem jetzt hat es noch ein grimmigeres Gesicht als vorher. Das sieht aus wie eine Augenbraue und eine Nase. Und die Fenster sind die Augen, oder bilde ich mir das ein? So, komm hier. Nee, geht das? Nee. Das hat was. Ja, doch. Oh Gott. So. Dem steht doch Uwu ins Gesicht geschrieben. Dein Haus hat Ausschlag. Wo ist die Sache jetzt hin? Hä? Bei mir? Na, hey, das war jetzt nochmal. Biotreibstoff. Was ist das? Dark. Wie kann man sich die Sachen anziehen? Das muss doch gehen, aber na komm. Da musst du, weil das ein Mod ist, in Chat /ACC-Inf. Machen und dann auf Equipment gehen und dann kannst du es aus. ACC-Inf. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Ja, die haben sogar eine Animation, die Flügel. Kommen die Hörner? Ich verstehe. Die Hörner kommen an die Hörner. Ja, aber ich sehe kein Hörner-Symbol irgendwie. Irgendwo rechts, glaube ich. Also da sind wir freie Felder. Aber da kann ich auch nicht draufklacken. Warte, ich glaube, das muss zu Krone. Ich glaube, das muss zu der Krone oder so. Nee, das hat sie erstmal nicht angenommen. Kann ich einfach mit Shift klicken? Nee, auch nicht. Welche Erklärung? Was mit der Maske? Also die Flügel kommen zu den... Ach, die Krone. Ich dachte, du meinst links den Helm. Oh mein Gott. Hey. Man kann dann ja sogar noch Boxing-Berüstung drüber ziehen, dann sieht es noch komischer aus. Oder eher gesagt drunter ziehen.
Da war das, genau. So. What the hell? Template. Achso, da. So war das. Also eigentlich habe ich auch Accessoires immer an, aber die werden dauernd gelöscht. Wegen meinem Player. Okay. Wegen dem Player removen, weil wenn ich immer in der Falle stecke, also wenn der Server dauerhaft runterfährt, dann muss ich den jeweils entfernen. Aber ungelogen, bei den Flügeln muss ich an mein Tattoo denken. Ja, guck, oh mein Gott. Das wäre zu cool. Oh mein Gott. Ich muss das so gleich mal wieder ausziehen, sonst komme ich auf ganz, ganz komische Gedanken hier. Das wird nicht gut. Das ist ganz gefährlich. Hey, hey, hey. Ohne Worte. Aber schön zu wissen, dass es funktioniert. Ja. Dieses Video hat eine neue Einstufung. Es ist ab sofort FSK. Ich finde auch die Brille genial. Ich finde es halt ein also es müsste ein Feature sein, ja, sich komplett aussehen zu können. So, also es muss einfach dazugehören. Gerade bei solchen Skins gehört es halt einfach dazu. Wir sind hier nicht bei Diablo, das weißt du schon, ne? Oh, okay. Du meinst also, ich muss mehr Diablo spielen. Mhm, verstehe. So. Und Conan Exiles. Das ist definitiv FSK 21. Was? So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, worauf ich eigentlich meine Decke baue. Mal gucken. Löcke. Mach einfach am besten immer den gleichen Boden für. Also mach einfach den gleichen. Ich weiß, was du meinst. Mach die Decke wie den Fußboden, weil die Decke von der ersten Etage ist auch so von der zweiten. Ja, ich weiß, deswegen. Ich meine, manchmal mache ich es so, dass ich die Trickse. Also. Ich meine, der klassischste Weg wäre einfach, den Boden zwei Blöcke dick zu machen, aber das wäre dann gerade bei Treppen gar kein dick. Deswegen nutze ich gerne, dass ich dann von unten und von oben Slabs benutze, sodass der Boden trotzdem nur eins dick ist. Ja. Aber es ist dann halt immer architekturtechnisch ein bisschen schwierig. Hm. Oh, ich zieh mal, guck mal, wie es aussieht. Dürfen wir dich jetzt Ronixer nennen? Frag mal. Man wird ja wohl mal fragen dürfen. Solange du nicht direkt nach meiner Handynummer fragst, geht's. Och du, lass mal. So, können wir da eine Reihe hin. Dann haben wir Decke fertig. Schön, dass wir direkt viel dunkler hier drin. Boah, aber sieht schon gemütlich aus, also. Kann man so. Ja. Jetzt musst du auch noch von oben das machen, weil die Lücken hier müssen auch noch. Sein. Na gut, die Lücken, die sieht man aber ja den eh nicht mehr, sobald da wieder eine Etage, wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich die Etage mache. Ja, doch. Weil, also, wenn du es so machen willst, dass hier die Wand ist, also dass das sozusagen ein bisschen hervorgehoben ist, dann musst du das auch noch als Boden machen. Aber ich weiß nicht, ob du das gerade haben willst oder. Ja, gute Frage. Im größeren Haus ist das ja auch so ein bisschen vorgehoben. Ich meine, würdest du für ein bisschen mehr Wohnbereich sorgen? Ja, das stimmt. Ja, doch. Ding, 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 ding. Was hab ich jetzt gerade gemacht? Ding, 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 ding. Geatmet, hoffe ich. Soll ich, Sakura, soll ich das jetzt hier auch noch bei dem Haus mit der Terrasse machen? Mit dem Dach? Ja, gerne. Okay. So, da ein bisschen Dings.
Tja, so Glasatelier gab es ja damals noch nicht so, ne? Einfach jetzt hier Glaswände reinziehen und dann einfach Aussicht genießen können, so. War ja, ist ja nicht so wirklich. Nee. Das war dann eher, ich weiß es nicht, ob es das gab, aber das verkneife ich mir schon die ganze Zeit. Das wäre so bei der Terrasse oben so richtig genial gewesen, aber ich habe wirklich. Ich baue so gerne damit. Also Glassachen, ich liebe es. Ja, aber ich glaube mal, so große Glaswände gab es damals noch nicht, weil es ja technisch schon sehr aufwendig ist zu produzieren. Also was es halt so gab, ist halt so wie bei so Kirchen, wo du halt diese riesigen Fenster hast, die aus so viel kleineren Fenstern bestehen. Sowas ja, aber. Woran ich jetzt denken musste, aber das war ja viel später mit dem Louvre von dem Sonnenkönig, den Louis XIV. Ich will da nicht als Fensterputzer arbeiten. Oder ja, dann bist du steinreich. No. Weil da ist so viel Glas verbaut, dann gibt es ein Spiegelkabinett. Das ist richtig heftig. Also, ungelogen. So. Da haben wir mal ein bisschen die Treppe nach rechts. Oder? Ich glaube, ich mache hier. So. Da. Perfekt. So. Stairs. Ja, nee. Stein ist auch ein bisschen blöd. Ein kleiner Tipp, Sören. Ja. Was, glaube ich, ganz cool aussehen würde, ist hier dieser obere Block, dass man den so als Treppe macht. Und dann kann man theoretisch sowas auch später machen. Ja. Ja, so ist gut. The one, the bra. Hast du noch? Nee, ich habe sogar gerade im Kreativinventar gesucht. Hab's auch gefunden. Ich war nur so gerade dran gewöhnt, dass wenn man im Survival-Modus was abbaut, man es dann halt im Inventar hat. Was beim Creative-Modus ja nicht so ist. Ich würde vielleicht hier mal aus dem Gebäude eine Taverne machen. Na, no, groß genug von der Fläche ist es auf jeden Fall für sowas. Oder hier vorne. Aber das ist halt dann etwas länglicher. Ja, nee, so mit dieser Eckform, also. Ich weiß gar nicht.
Also ja, zumindest so, so die Ecke. Genau. Einfach gerade so. Könnte man die Küche zum Beispiel machen. Das würde sich hervorragend eignen. Ja. Der Vorschlag. Eingang würde dann aber so vielleicht hier sein. Also zum Marktplatz gerichtet, oder? Mhm. Ja, würde ich schon sagen. No. Ja. Und das kleinere daneben könnte man ja vielleicht auch als Lager dafür nehmen, ja, wenn wir das nicht unterbringen können. Zum ja. Bleistift. So, Holz. Nein, nehmen wir das hier. So. Das erstmal weg. Da. Ja, dann machen wir das als Boden. Das ist gut. Felron. Ja. Bei dem kleinen hier, wo die Truthahnversammlung ist, würde ich sagen, einfachen Boden, weil mit Muster, das lohnt sich auf die kleine Fläche nicht. Oder was meinst du? Ja, also entweder einfacher Boden oder was ich jetzt letztens auch mal gemacht habe, dass man diesen Boden hier wieder nimmt. Ja, dann trocken. Aber das kann man auch gleich über kleine Flächen machen, aber ist dir überlassen. Jo, wärst du so lieb und könntest das machen? Jo. Das wäre so. Okay, danke dir. Ja, ja, die Dinger spawnen hier wie, keine Ahnung was. Irgendwas mögen dann die Server. Wann ist Thanksgiving? Das war, glaube ich, schon. Nee, das ist noch. Ja. No? Geht doch mal alle da weg. Hast du keine Trostflinte? Nee, gerade nicht zur Hand. Muss da eher an Bugs Bunny denken. So, fertig. Danke dir. So, dann haben wir das schon mal. Ja, so viel besser. Es wird ein sehr kompliziertes, aber das funktioniert.
Das ist das Wichtigste. Du bist ja schon weit, Sören. Ja, ich bin gerade, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie versetzen mache. Das wäre dann, glaube ich, wegen dieser einen Treppe jetzt hier ein bisschen blöd. Dann vielleicht einen Block machen, keine Ahnung. Ja, ich glaube, so ist besser. Ja. Man sieht es aber innen nicht so. Wir müssen mal gucken. Ja, das kann man ja dann später hier noch alles auffüllen. Also erstmal von außen. Aber oh, coole Idee mit diesem langen Haus. Ja. Ja, das kann man so sparen. Kann zwar nicht so gut mittelalterlich bauen. Ach. Sehr gern. Kann mir jemand gern mal helfen. Ja, ich kann gleich mal kommen. Verbessern. Okay. Ja, das wird jetzt sehr lustig. Ja, ich komme auch kurz. Ja, wenn man dann hier das Gebäude baut. Das ist nicht echt. Ach so, ja, guck dir mal die Gebäude an. Da ist das Dach auch schon im anderen drin, darum. Ist das nicht so schlimm? Wird ja eine Stadt. Ja, oder? Na, ja, warte. Vielleicht mal. So. Ja, es funktioniert schon. Bau erstmal das Dach von dem Haus und dann gucken wir beim Bau des nächsten Hauses. Da bleibt man dran drinne und hier kommt zu. Diese Wollblöcke, ey. Weiß nicht, wie sieht das mit den Slabs aus? Okay, hier so. Ja. Ich muss immer hier. Ja, das ist gut. Ja. Hat schon was.